Endlich war es soweit. Ich war so kurz vor den 1000 Tagen, dass ich es einfach schaffen musste. Was, wenn aber nicht? Was, wenn ich scheitere? Diesen Gedanken durfte ich jetzt keine Aufmerksamkeit schenken und musste weiterhin mein Bestes geben. Ich wollte aber nicht nur überleben, sondern auch etwas für die Ewigkeit schaffen. Und das, meine Freunde, seht ihr jetzt. Freunde der Sonne, ein letztes Mal vor den 1000 Tagen starten wir hier wieder. Es war der 901. Tag und ich hatte noch einiges zu erledigen. Das erste, was auf meiner Liste stand, war die Tintenfischfarm zu reparieren. Naja, was heißt reparieren? Ich musste die Flusschunks in der Nähe noch austrocknen. Das Prozedere war dasselbe wie beim Ocean Monument und nachdem ich mit der einen Seite fertig war, fehlte nur mehr die andere. In der Nacht des 904. Tages war ich dann fertig und stand 30 Sekunden zum Testen AFK und es war echt erleichternd, als ich diesen Anblick hier hatte. Als nächstes ging ich erstmal meine Sachen bei der Piglin Farm reparieren und alle Schwämme austrocknen. Stand dann ca. 5 Minuten bei der Creeper Farm AFK, womit ich mir genug Raketen craftete. Und dann konnte ich beim Ocean Monument Mega Projekt weitermachen. Da hatte ich ja noch einiges vor mir, aber ich war zuversichtlich, dass ich das in den 1000 Tagen noch schaffen werde. Nach einer Stunde hatte ich aber echt keine Lust mehr, machte dann aber am nächsten Tag direkt für 1,5 Stunden weiter. Am 913. Tag hatte ich dann mal genug, weit gekommen bin ich aber auf jeden Fall. Zu Hause schmiss ich dann ordentlich Sand in den Ofen, weil das Glas würde ich auch noch für den Nether Hub benötigen. Den wollte ich aber erst später angehen, jetzt hatte ich wieder mal Lust etwas zu bauen. Dafür richtete ich alle Blöcke her, baute dann hinterm Lagerhaus eine Fläche hin und das Bauen konnte beginnen. Falls ihr euch fragt, was das sein sollte, das ist ein kleiner Zauberer, wie man vielleicht an seinem Stab, seinem Hut oder seinem Mantel erkennen kann. Ich finde ihn auf jeden Fall richtig geil. Mit Shader schaut er auch echt mystisch aus. Mir kam dann eine weitere Idee in den Sinn. Was, wenn der kleine Zauberer auch seinen eigenen Zauberwald hat? Das wollte ich direkt als nächstes Projekt angehen und als ich sah, dass ich fast keine Dark Oak Saplings mehr hatte, floh ich gleich in den Wald und fällte den nächsten Tag unzählige Bäume. Als Ausbeute bekam ich nicht nur extrem viel Holz, sondern auch 2 Stacks an Saplings. Wieder zu Hause machte ich mich gleich ans Projekt und fing an, die Stelle für den Wald zu terraformen. Während ich die Erde platzierte, merkte ich, wie nice das eigentlich für die Stadt wird, wenn ein kleiner Zauberwald daneben liegen wird. Vielleicht habt ihr ja auch noch Ideen, was man noch für so Stadtteile bauen könnte. Mir ging dann die Erde aus und ich musste in der Nähe neue holen gehen. Und es fühlt sich echt immer komisch an, Erde zu farmen. Naja, bis zum 918. Tag terraformte ich dann das Waldgebiet fertig. Jetzt war es an der Zeit, den Wald auch hinzubauen. Dafür habe ich mir ja die Saplings geholt und ich fing an, einen dicken Baum nach dem anderen zu platzieren. Jo, die 2 Stacks reichten auf jeden Fall nicht aus und ich bin nicht einmal ansatzweise fertig geworden. Das habe ich mir etwas anders vorgestellt, es half aber nichts und ich flog wieder in den Wald, wo ich eine halbe Stunde nur Bäume abbaute und die Saplings dann einsammelte. Bisschen mehr als 3 Stacks bekam ich dadurch, die ich dann nacheinander gleich wieder anpflanzte. Leider wurde nicht mal die zweite Reihe fertig und ich machte mir echt schon Gedanken, wie lange ich noch Saplings farmen gehen müsste. In der Zwischenzeit färbte ich ein weiteres Schaf in der Schaffarm schwarz und bemerkte bei meinem Superofen, dass der Brennstoff langsam ausging. Das war der perfekte Zeitpunkt, eine weitere Farm zu bauen, nämlich eine Blaze Farm. Ich holte mir also genug gelbe Blumen und bereitete die ganzen restlichen Items noch dafür vor. Als ich dann alles hatte, machte ich noch einen kurzen Abstecher zu meiner Hoglin Farm und nahm mir genug Essen mit. Jetzt war ich aber bei dem Blaze Spawner angekommen und das Bauen der Farm konnte beginnen. Relativ simples Konstrukt. Zum Schluss musste ich nur mehr an allen 4 Ecken Lava platzieren und in der Mitte noch ranken und fertig war die Farm. Ich testete sie gleich für 10 Minuten und das Ergebnis waren 4,5 Stacks Lohnrouten, was von der Brennkraft her fast 7 Stacks Kohle entsprechen würden. Ich befüllte damit gleich den Superofen und wollte beim Nether Hub weitermachen. Dazu ging ich kurz ein bisschen meine schwarzen Schafe scheren und verwendete den ganzen schwarzen Farbstoff, um schwarzes Glas zu machen. Im Nether angekommen, baute ich gleich eine weitere Fläche frei, baute die Wand mit schwarzem Concrete zu, den Boden stattete ich wieder mit Licht und Teppich aus und baute dann den Nebeleffekt. Da mir dann aber noch mehr als genug Glas übrig blieb, wollte ich gleich weitermachen, also machte ich weiter. Leider gingen mir die Lichtblöcke und die Teppiche aus, also konnte ich nur einen kleinen Teil machen. Zufrieden war ich dennoch, das Ziel war auch hier in Sicht. Wieder zu Hause kam mir dann der geniale Einfall, dass ich auch einfach die Blätter abbauen könnte und das sogar mit meiner Hacke, wo Fortune 3 drauf ist. Als ich das dann probierte und drauf kam, dass es dadurch 1000-mal schneller geht, kam ich mir einfach so dumm vor. Warum fiel mir das nicht schon viel früher ein? Ich ärgerte mich zwar komplett, aber wenigstens kam ich überhaupt drauf und so verbrachte ich die nächste Viertelstunde nur mit Blättern abbauen und holy, das ging um einiges schneller als vorher. In der kurzen Zeit sammelte ich nämlich fast 7 Stacks an Saplings.
Das würde hoffentlich ausreichen und ich pflanzte wieder einen Baum nach dem anderen. In der Nacht des 927. Tages war ich dann fertig und falls ihr euch fragt, warum ich in der Mitte extra Platz gelassen habe, ja, das erfahrt ihr jetzt. Dort wollte ich nämlich was Geiles bauen, was zu diesem Zauberwald-Theme passt. Einen Art Zauberkessel. Dafür ging ich noch extra etwas Glowstone holen und bereitete die restlichen Sachen vor. Dann fing ich aber an, ihn zu bauen. Schaut, finde ich, schon recht nice aus. Ich ging dann kurz meine Sachen bei der Goldfarm reparieren und holte noch ein paar letzte Saplings, währenddessen einfach ein Gewitter anfing. Ich flog also sofort zur Mobköpfe-Farm, aktivierte sie und holte die nächsten paar Minuten ein paar Köpfe. Letztendlich ergatterte ich genau 10 und meine Sammlung erweiterte sich wieder. Ich platzierte die letzten Bäume und jetzt ging es an den Boden. Den wollte ich nicht einfach aus Gras lassen, also platzierte ich überall Moos, was finde ich einfach noch viel besser zu dem Zauberwald-Vibe passt. Anschließend kümmerte ich mich noch um etwas Beleuchtung und jetzt war nur mehr eine Sache, die fehlte. Das Leuchtfeuer, das in dem Kessel gemixt wird. Dazu kratzte ich all meine Goldreserven aus meinem Lager zusammen, nahm mir einen Beacon mit und baute unter dem Kessel den ganzen Zauber auf. Ich aktivierte ihn noch und fertig war er. Man sieht sogar, wie sich am Anfang die Farbe etwas verändert. Jetzt war ich mit dem Zauberwald fertig und kann ihn euch mit Shader präsentieren. Ich vermehrte dann meine schwarzen Schafe, dass ich zwischendurch noch mehr schwarze Wolle bekommen würde. Dann ging es wieder an mein größtes Projekt bisher, das Ocean Monument. Diesmal war ich motiviert, es fertig zu bringen. Hier in der ersten Timelapse verbrachte ich fast ganze 2 Stunden mit dem Austrocknen und es hat mich wirklich motiviert zu sehen, dass ich Schritt für Schritt dem Ziel näher kam. Der nächste Real-Life-Tag war angebrochen und der Grind ging weiter. Tag und Nacht zog ich einfach weitere Sandwände hoch und zauberte das Wasser weg. Je näher ich dann der Mitte kam, desto nerviger wurde es mit den Guardians und das ein oder andere Mal hitteten sie mich sogar auf Low-Life. Weitere 2 Stunden vergingen und ich hatte es endlich geschafft. Das Ocean Monument wurde erfolgreich von außen ausgetrocknet. Ich sag's euch, die Freude war groß, aber den ganzen Schabernack, der überall noch in der Luft schwebte und die Sandwände musste ich noch entfernen. Dazu ging ich nochmal heim, nahm mir genug Fackeln und 2 leere Schalkerboxen mit und dann konnte der Spaß losgehen. Ehrlich gesagt dachte ich, dass das relativ schnell gehen würde, allerdings dauerte das auch einfach über eine Stunde. Jetzt sah das Ganze aber schon viel, viel schöner aus und es fehlte nur mehr eine allerletzte Sache, das Ocean Monument auch von innen austrocknen. Das war teilweise der komplette Krampf und öfters auch echt mal knapp. Nach 2 Tagen schaffte ich aber auch dies und ich war mit meinem Ocean Monument Megaprojekt endlich fertig. Zumindest vorerst, ich glaube, da wird auf euch noch etwas zukommen. Naja, ich musste noch die Sachen zurückbringen und währenddessen ist mir aufgefallen, dass direkt hier ein paar Slime Chunks sind und so erledigte ich einige und nahm mir ein paar Slime Balls mit. Dann packte ich circa die Hälfte von dem gesamten Sand in die Schalkerboxen und machte mich damit auf dem Heimweg. Anschließend wurde alles davon in den Superofen gebackt, da ich ja noch gestört viel Glas für den Netherhub brauchen würde. Dabei fiel mir dann auf, dass der Brennstoff schon am Ausgehen war, also ging ich in den Nether, wo ich noch kurz einen Abstecher zur Hoglin Farm machte und anschließend suchte ich die Blaze Farm. Ich hatte nämlich vergessen, wo genau ich die gebaut hatte und war insgesamt bei 3 Festungen, wo dann die 3. Gott sei Dank richtig war und ich die Farm fand. Dort farmte ich dann, bis ich eine Stack Blaze Rods hatte, die für den Sand auf jeden Fall reichen sollten. Als nächstes flog ich zu meiner Tintenfischfarm, wo ich 10 Minuten AFK stand und holy, so viele Tintenbeutel hatte ich mir nicht erwartet. Die Farm funktioniert also wirklich top. Damit konnte ich mir dann 2 volle Schalkerboxen mit schwarzem Glas machen und anschließend noch schwarzes Concrete Powder, das ich gleich zu normalen Concrete machte, währenddessen ich natürlich ständig die schwarzen Schafe für Wolle scherte. Das einzige, was noch fehlte, war Glowstone. Das farmte ich für den restlichen 953. Tag und dann konnte ich endlich am Netherhub weiterbauen. Schnell ging mir aber das Glowstone und der schwarze Teppich aus, also baute ich nur das Glas etwas weiter und baute tausende weitere Netherrack Blöcke ab. Am 958. Tag war das Ende aber wirklich schon in Sicht. Zu Hause machte ich mir dann wieder einige Stacks schwarzes Concrete, holte mir ziemlich viel schwarze Wolle und craftete meine letzten Schalkerboxen mit schwarzem Glas. Anschließend farmte ich wieder 20 Minuten Glowstone. Jetzt hatte ich hoffentlich genug von allem und ich baute das letzte Mal tausende Netherrack Blöcke ab und platzierte das schwarze Concrete.
Als ich dann damit fertig war, ging es mit dem Platzieren vom Glowstone weiter, wo es sich leider knapp nicht ausging. Naja, ich machte weiter mit dem Teppich, wo ich sogar noch weniger weit kam als wie mit dem Glowstone. Deshalb verfärbte ich meine weiße Wolle dann zu Hause und platzierte sie über dem restlichen Glowstone. Von dem brauchte ich ja noch etwas, also holte ich das schnell und füllte damit den restlichen Bereich aus. Weiter ging es mit dem Glas, was dann auch nochmal über einen Tag dauerte. Jetzt war ich aber endlich fertig mit dem Boden und dem Nebeleffekt und ich bin mehr als zufrieden, dass ich das durchgezogen habe. Fertig war der Netherhub aber leider noch nicht. Ich musste davor noch die kleinen Ungereimtheiten der Decke ausbessern. Keine Ahnung, warum ich das nicht schon früher gemacht habe. Das letzte, was noch anstand, war dieser Bereich hier über den Toren. Mir fiel recht schnell eine Idee ein, also bereitete ich Concrete-Blöcke in dem Mensch ärgere dich nicht Farben vor und platzierte dann jeweils eine bei den einzelnen Toren. Ich räumte noch den restlichen Netherhub auf und nahm die ganzen Items in Schalker-Boxen mit. Dann war der Netherhub auch endlich fertig. Jetzt könnt ihr ihn mit Shader betrachten. Freunde, was jetzt vor der Tür stand, war die schwierigste Challenge der gesamten 1000 Tage. Das letzte Advancement, was mir noch fehlte. How did we get here? Dazu musste ich als erstes eine Schalke in die Overworld befördern, also stattete ich mich mit den benötigten Ressourcen dafür aus und ging Richtung End, wo ich kurz nochmal meinen geilen Endportal-Room genoss. Im End dann suchte ich die nächste End-City, wo auch in der Nähe eins dieser kleinen Portale ist. Als ich dann meine finale End-City fand, brachte ich direkt meine erste Schalke in ein Boot. Dann hieß es, eine Eisenbahn von dort zum nächsten Portal zu bauen und beim Ausgang auch noch eine Fläche, damit wenn die Schalke durchkommt, nicht einfach ins Void fällt. Damit verbrachte ich ca. 20 Minuten und die Reise für die Schalke konnte beginnen. Im richtigen End musste ich dann die Auffangstelle, wo ich einmal kurz versehentlich reingefallen bin, und die Strecke dorthin auch noch bauen und der Moment der Wahrheit war gekommen. Ich war so blöd und dachte, die wird sofort durch das Portal teleportiert und sprang gleich rein, obwohl ich natürlich noch das Boot zerstören musste. Naja, das machte ich dann sehr behutsam und ich habe es tatsächlich geschafft, die Schalke erfolgreich in die Overworld zu bringen. Das reichte natürlich noch nicht. Ich musste ein paar Schienen wiederholen, eine Strecke zu meiner ausgewählten kleinen Insel bauen und die Schalke dann dorthin transportieren. Für euch ist das ein kleiner Zusammenschnitt, für mich war es der komplette Krampf und das ist keineswegs übertrieben. Wie auch immer, das Endprodukt war diese Schalke eingesperrt in einem kleinen Glashaus. Den nächsten Mob-Effekt, den ich brauchen würde, war Gunst des Delfins. Dazu holte ich zwei Delfine ran, die ich einfach an einer Leine befestigte. Problem war nur, dass ich ihnen keine Name-Tags gab und da ich kurz Blöcke für die Beacon holte, die spawnten sie leider. Ich nahm dann aber welche von zu Hause mit, vergrößerte kurz einen Beacon und holte dann zwei neue Delfine ran, die ich aber diesmal mit sehr kreativen Namen benannte. Der nächste Effekt, den ich vorbereiten musste, war Meereskraft, den man von einem Konduit bekommt. Das Heart of the Sea hatte ich natürlich schon, ich brauchte nur mehr genügend Nautilus Shells. Ich wusste, dass Wandering Trader diese manchmal traden und dass einer in der Nähe meines Endportals war, also flog ich auf gut Glück hin und ich war komplett lucky und er hat tatsächlich welche angeboten. Natürlich craftete ich gleich den Konduit und baute ihn dann gleich bei der Insel auf, welcher mir den Effekt gab. Für die Konstruktion fehlte mir vor allem ein Item, welches ich noch nie besaß, eine Wither-Rose. Die bekommt man, wenn ein Wither ein friedliches Mob tötet. Ich flog also zu meiner Wither-Skeletten-Farm und holte mir kurz 6 Köpfe. Es war aber gerade Nacht, also bereitete ich die Items für eine weitere Farm vor. Eine Schildkrötenfarm, da ich auch den Trank des Schildkrötenmeisters brauchte und ich von diesen Hornschildern keine hatte. Bei Tag flog ich ein bisschen weg und spawnte die Wither auf einer Wiese, wo viele Tiere waren. Davon ließ ich dann ein paar vom Wither schlachten und bekam dadurch ein paar Wither-Rosen. Tatsächlich war der Kampf danach auch etwas knapper, aber natürlich besiegte ich ihn. Für die Schildkrötenfarm holte ich noch etwas Seegras, suchte dann einen geeigneten Platz dafür und fing an, sie zu bauen. Problem an der Sache war nur, dass dort irgendwie leider keine Schildkröten spawnten und deshalb platzierte ich meine Schildkröteneier dorthin, die aber auch tagelang zum Schlüpfen brauchen. In der Nacht flog ich ein paar kleine Inseln ab, in der Hoffnung, dass ich dort Schildkröten finden würde, was aber leider nicht klappte. Ich suchte dann mein ganzes Lager noch einmal durch, ob ich wirklich keines von diesen Hornschilder hatte und nein, leider hatte ich keine. Ich dachte schon, dass das sich nicht mehr ausgehen würde, aber nach ein bisschen Recherche kam ich drauf, dass das auch ganz einfach ohne den Trank des Schildkrötenmeisters geht. Tja, die Farm war vorerst zwar unnötig gewesen, aber vielleicht werde ich sie ja noch einmal brauchen, wer weiß. Als nächstes bereitete ich die Zutaten zum Brauen vor, weil ich ja so gut wie jeden Trank noch brauen musste. Dafür holte ich sogar noch extra Pilze und eine Sache, die auch noch sehr wichtig
wichtig war, war die seltsame Suppe mit dieser speziellen weißen Blume, da das die einzige Möglichkeit ist, den Effekt Blindheit zu bekommen. Anschließend stand ich noch ein paar Minuten bei der Creeper Farm, da ich alle Tränke in Wurfform benötigte und dafür natürlich das Schwarzpulver vonnöten war. Jetzt ging meine Braukarriere los und ich braute wie ein Magier fast jeden einzelnen Trank. Das natürlich direkt bei der Schildkrötenfarm, damit die Eier auch anfangen können zu schlüpfen. Da die Übersicht zu behalten war zwar schwierig, aber in der Nacht des 974. Tages war ich dann fertig und eines von den Schildkröteneier hat sogar schon Risse bekommen. Zurück auf der Insel veränderte ich die Platzierung der Beacons und baute die Konstruktion fertig. Für den dritten Beacon, den ich jetzt noch auf Stufe 2 brauchte, musste ich meinen Emerald Beacon etwas auflösen, konnte dadurch aber von den Beacons die drei Effekte Haste, Resistenz und Sprungkraft bekommen. Das allerletzte, was ich jetzt noch vorbereiten musste, war ein Dispenser mit Spectral Pfeilen, weil das diesen geilen Leuchteffekt gibt. Nun war ich endlich fertig, aber auf einmal waren beide meiner Delfine weg, warum weiß ich selber nicht. Ich holte aber gleich zwei neue, wieder mit einem kreativen Namen. In der Nacht des 975. Tages suchte ich nach einem Ocean Monument in der Nähe, wo noch die Elder Guardians drinnen sind, damit ich durch diese den Mining Fatigue Effekt bekommen kann. Jetzt war ich aber endgültig fertig vorbereitet und der Versuch konnte starten. Als erstes musste ich mir den Bad Omen Effekt bei einem Villager Outpost holen. Mit diesem Effekt flog ich zu mir heim und startete einen Raid. Nach ein paar verschossenen Pfeilen und Schwerterhiebe gewann ich diesen Raid und bekam den Hero of the Village Effekt. Dabei geht aber leider der Bad Omen Effekt weg, also flog ich nochmal zum Villager Outpost und holte ihn mir wieder. Das nächste, was an der Reihe stand, war der Mining Fatigue Effekt, also flog ich zum Ocean Monument, holte mir ihn kurz und machte mich schnell auf den Weg zur Insel. Dort musste ich noch kurz etwas Hunger verlieren, dann war ich aber bereit und der Versuch startete. Ja, leider hatte ich verkackt, mir fehlte nämlich der Glowing-Effekt vom Pfeil und der Slowness-Effekt. Tja, der erste Versuch war leider eine Enttäuschung, also angelte ich mir kurz einen Pufferfisch und der zweite Versuch konnte starten. Hero of the Village und Bad Omen hatte ich noch, also brauchte ich mir nur kurz Mining Fatigue holen und auf der Insel ging ich dann den ganzen Ablauf durch. Ich hatte aber vergessen, Hunger zu verlieren und konnte so den Pufferfisch leider nicht essen, was den zweiten Versuch auch scheitern ließ. Zu meiner Überraschung hatte sich die Schalker Box aber auch noch selber getötet und ich war komplett frustriert. Tja, blöd gelaufen, aber wie immer war Aufgeben keine Option. Ich craftete mir noch ein paar Schienen und auf ging es wieder ins End, wo ich eine weitere Schalke abholte. Wieder musste ich sie beim Endportal aus dem Boot schießen und in der Overworld in ein Minecart bringen. Damit dann bis kurz vor die Insel fahren und die Schalke nur in ein Boot bringen. Dann wollte ich sie zu ihrem Platz führen und was dann passierte, war einfach nur bitter. Die Schalka tötete sich nämlich selbst, bevor wir überhaupt ankamen. Also holte ich noch eine und in der Overworld waren dann anstatt der einen Schalka auf einmal drei und es war der komplette Krampf, zumindest eine mitzunehmen. Aus Sorge, dass auch diese sich selber tötet, warf ich einen Regenerationstrank und führte sie dann erfolgreich zum richtigen Spot. Jetzt war wieder alles vorbereitet und am 980. Tag flog ich zu einem anderen Villager Outpost, holte mir den Bad Omen Effekt und startete den Raid bei mir, wo es wirklich öfters mal knapp wurde. Ich mir aber nach einiger Zeit den Hero of the Village Effekt holte und anschließend noch einmal den Bad Omen Effekt. Das nächste war logischerweise wieder der Mining Fatigue Effekt. Dann konnte der nächste Versuch auf der Insel losgehen. Ja, leider schaffte ich es diesmal auch nicht, es fehlte nämlich der Delfin Effekt. Einen geangelten Pufferfisch und geholten Mining Fatigue Effekt später startete der letzte Versuch dieses Tages. Ja, diesmal hatte ich es tatsächlich geschafft und ich hatte mich wirklich total gefreut. Ich muss auch sagen, ich war da ein klein wenig stolz auf mich. Das allerschwierigste Achievement, das es in Minecraft gibt, habe ich jetzt abgeschlossen. Ein wenig Zeit hatte ich ja noch, also entschied ich mich dazu, meine Stadt zu erweitern. Dazu fällte ich zunächst einen Fichtenbaum und ging etwas Deep Slate minen. Dann musste ich die Schalkas am Spawn einbauen, weil es sonst unmöglich gewesen wäre, dort etwas zu bauen. Als die Schalkas nicht mehr nervten, terraformte ich den Platz für das Haus und das Bauen konnte beginnen. Währenddessen merkte ich, dass ich einen wichtigen Block vergessen hatte, nämlich weißes Concrete. Das holte ich mir kurz und das Bauen konnte weitergehen. Mit dem Außenbereich war ich jetzt fertig, es fehlte nur mehr die Inneneinrichtung. Darum kümmerte ich mich vom 989. Tag bis zum 991. Tag und probierte es diesmal etwas modern einzurichten.
Für den 1000. Tag wollte ich eine Feuerwerkshow vorbereiten und dazu brauchte ich jede Menge Farben. Deshalb sammelte ich die ein oder andere Blume in diesem Blumenbiom zusammen. Zurück zu Hause schaute ich aus Interesse mal nach, wie viel mir die Melonen- und Kürbisfarben eingebracht haben und anscheinend ist da echt schon einiges zusammengekommen. Für die Feuerwerke braucht man natürlich viel Gunpowder, also stand ich bis in die Nacht des 993. Tages bei der Creeper Farm AFK und ergatterte mir somit 15 Stacks. Die nächsten 20 Minuten verbrachte ich damit, ganz viele verschiedene Feuerwerkskörper zu craften und eine Konstruktion für die Show vorzubereiten. Ein paar letzte Tage hatte ich noch Zeit, etwas zu machen. Ein weiterer Theme Room war angesagt. Dazu flog ich kurz zu einer End-City, um mir die noch einmal genauer anzuschauen. Zu Hause nahm ich dann alle Items mit, die ich brauchen würde und der End-Theme Room konnte gebaut werden. Als ich dann fertig war, war ich aber noch nicht ganz zufrieden und wollte die Decke ändern. Ich holte mir also schwarzes und hellgraues Concrete und wollte damit den Himmel bzw. das Void im End nachstellen und ich finde, dass das den Raum viel interessanter jetzt macht. Da ich mit dem Theme Room so schnell fertig war, entschied ich mich dazu, noch einen zu bauen. Diesmal flog ich in den Dschungel, um mir den etwas genauer anzuschauen, denn es sollte ein Dschungelraum werden. Zurück zu Hause klaubte ich mir alle Items zusammen und das Bauen des nächsten Theme Rooms konnte beginnen. Am 999. Tag war ich dann fertig. Ach ja, ich habe ja versprochen, für diejenige Person, die die Anzahl an Theme Rooms, die ich nach 1000 Tagen haben werde, richtig errät, eine Belohnung von 50 Euro zu geben. Diese 6 Personen haben richtig geschätzt. Wer mir als erstes seinen Discord-Namen in die Kommentare schreibt, gewinnt die 50 Euro. Wie auch immer, es war in der Nacht des 999. Tages und ich muss sagen, ich war schon etwas traurig, dass die Reise der 1000 Tage langsam zu Ende ging. Ich wollte mir nochmal alles Wichtige anschauen, was ich in dieser Welt bereits gemacht habe. Angefangen bei meiner Startbase, der erste Stall, die erste und immer noch einzige Brücke, der Trading-Raum, mein allererstes Lager, mein Schneemann von Tag 362, die Burg mit dem Diamond Beacon, die Ruine mit der Kapelle, alle Theme Rooms. Der Heißluftballon, die kleine Sandhütte mit der Kaktusfarm darunter. Die kleine Stadt, die ich aufgebaut habe. Oh Mann, bei der freue ich mich wirklich schon, wenn ich sie fertig gebaut habe. Dann der übertrieben große Nether Hub und das Ocean Monument, worauf ich auch schon gespannt bin, wie ich das in Zukunft noch transformieren werde. Und zu guter Letzt der Endraum, was für mich das Epischste von allem ist. Das alles habe ich mit sehr viel Inspiration die letzten 1000 Tage erschaffen. Wobei das nicht mal alles war, alleine wie viel Farmen ich noch gebaut habe. Ohne euch Zuschauer, hätte ich das niemals gemacht und ich wollte mich hier nochmal für den übertriebenen Support bedanken. Egal ob stiller Zuschauer oder nicht. Danke. Es war bereits der 1000. Tag und wie immer musste ich noch eine wichtige Sache erledigen. Ab heute war der Counter vierstellig. Dann war es Zeit für den Abschluss. Ich betrachtete das Feuerwerk mit einem weinenden Auge und einem lächelnden Auge, aber alleine, dass ich es bis hierhin geschafft habe, macht mich wirklich stolz. Ein letztes Mal kann ich sagen, das war es. Ich habe 1000 Tage in Minecraft Hardcore, ohne zu sterben, überlebt.